Wir sind Martin und Marianne und zusammen mit unserer Katze und unserem Wohnmobil reisen wir quer durch Europa. In diesem Video stehen wir mitten in der Natur, bestaunen die Flora Schwedens, wandern durch den Skåleskogen-Nationalpark, blicken auf Berge und fühlen uns wie im Moor. Los geht's! Von Stockholm ging es entlang der Ostküste bis zum Skåleskogen-Nationalpark. Doch bevor wir die Stadt verließen, bestaunten wir noch einmal das Panorama und erhaschten einen Blick auf das Rathaus. Angekommen am kostenlosen Stellplatz, konnten wir unser Glück gar nicht fassen. Für uns ist es der wahrgewordene Schwedentraum, inmitten der Natur und mit Blick auf die roten Fassaden der Schwedenhäuser. Von hier aus führt auch ein Wanderweg entlang der Ostsee. Wanderer können sich zudem in kleinen Scheltern unterstellen und ausruhen. Großartige Aussichten über Wald und Meer, schöne Seen, Täler mit üppigen Nadelwäldern und spannende geologische Phänomene. So lässt sich der Skåleskogen-Nationalpark wohl am besten beschreiben. Der Nationalpark liegt bei der Gemeinde Doxa, etwa 40 Kilometer südlich von Örnsköldsvik. Der Nationalpark wurde 1984 eingerichtet und liegt an den Höger Kusten. Wir haben uns für den Südeingang entschieden, da dieser auch sehr gut erschlossen ist. Insgesamt gibt es 23 Routen, 30 Kilometer markierte Wanderwege, die teilweise aber auch recht anspruchsvoll sind. Außerdem führt hier der 128 Kilometer lange Fernwanderweg, das Höger Kustenlehen, entlang. Thank you.
Unsere letzte Etappe führte uns nun Richtung Westen. Wir steuerten Norwegen an, doch ein kleiner Zwischenstopp in einem Skigebiet mit einer spektakulären Aussicht durfte nicht fehlen. Doch die Tage zuvor hatte es ordentlich geregnet, sodass die Wanderung abenteuerlicher wurde als gedacht. Und so geht's weiter. Wir erreichen Norwegen, laufen im Turbo durch Trondheim, fühlen uns wie James Bond, fahren durch Fjorde, kreisen entlang des Trollstien und erleben die bezaubernde Natur. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freuen wir uns über ein Like und ein Abo. Bis bald!